Hallöchen, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch den Herrn Schaukelpimmel mitgebracht. Tja, und die Blitzbirne am anderen Ende? Tja, die hat's auch nicht gemerkt. Aber auf jeden Fall nerven war sie gefühlt das gesamte Telefonat mit Staubsaugergeräuschen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem, netten Anruf. Einen schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Schaukelpimmel? Ja. Ja, also ich spreche der Kontoberaterin Christina Meyer. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an. Aha. Es geht um Access Capital. Sie müssen mit uns investieren und Geld verdienen, richtig? Ja. Okay, gut. So, wissen Sie etwas über unsere Dienstleistungen? Nö, bis jetzt noch gar nicht. Ich habe mich hier nur bei so einer Werbung angemeldet. Ja, geht ja schon wunderbar los. Die verkauft ihr tolles Produkt tatsächlich als Dienstleistung. Dabei hat sie aber vergessen, dass sie mir bei einer Kaltakquise hier gar keine Dienstleistung anbieten darf. Letztendlich darf sie mich nur anrufen, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist mit meinem Konto. Aber verkaufen darf sie mir ja nichts, weil das Opt-in fehlt. Aha, okay, aber wir helfen den Anfängern. Ihre ist erste Schritte im Handel und in Investierung machen. Hm. Vielleicht müssen Sie das probieren mit uns. Wir geben eine sehr gute Bedingung. Ja. Sicherlich nicht. Was sind dann die guten Bedingungen? Okay, unsere Bedingungen. So, Sie machen einen kleinen Vertrag, 250 Euro. Für diesen Betrag, Sie bekommen einen Geschenkbonus, 55 Euro. Mit diesem Geschenkbonus, Sie können starten investieren. So, was bedeutet das? Wir geben Ihnen unser Probesystem und unsere Finanzberater. Während diesen zwei Wochen, Sie können probieren, sehen, mit unseren Finanzberatern sprechen. Sie werden alles über Kryptowährungen oder über Aktien, ja, oder über Rohstoffen erzählen. Und ich habe eine Frage danach. Mit was wollten Sie gerne investieren? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich ja da noch gar nicht so aus. Wir können das probieren, mit Kryptowährungen investieren, weil unsere Kunden ja mehr Geld mit Kryptowährungen verdienen können. Ja. Gewöhnlich ist es ja. Nun, ich habe gesagt, dass Sie können 250 Euro bezahlen einen Betrag. Außerdem, wir haben eine andere Variante, 500 Euro. Für 500 Euro, Sie bekommen einen Geschenkbonus, 200 Euro. Hören Sie mich? Ja, ja, ich höre Sie, ja. Ja, gut. So, wir können, das Einzige, was Sie so tun müssen, jetzt ist in Ihr Konto einzuloggen und dann den Kontostand zu überwachen und dann Sie bekommen alle unsere Dienstleistungen. Und wenn Sie nach diesen zwei Wochen denken, nein, ich will nicht mit dieser Firma arbeiten, verstehe, dass es nicht für mich oder etwas noch, so Sie können Ihr Geld sehr einfach zurücknehmen. Sehr einfach zurücknehmen mit diesem Geschenkbonus. Mit diesen zum Beispiel 75 Euro. Aha. So, es ist ganz einfach. Es ist sehr eine gute Möglichkeit. Wir geben unseren Kunden. So, ja. Wir können in Ihr Konto einloggen und dann starten, Geld verdienen. Haben Sie einige Fragen? Was sind für ein Konto? Okay, Konto. Sie gehen. Ich werde Ihnen unsere Website-Link schicken. Ich habe dort Ihre E-Mail-Adresse. Herald Schaukelpimmel. Ja? Mit Punktzeichen, ja. Ja. mdtt.de. Ja. So, ich kann Ihnen unsere Link schicken. Dann öffnen Sie dieses Link und lassen Sie eine Frage stellen. Ja. Zum Beispiel, wenn wir starten, welche Bezahlungsmethode ist besser für Sie? Zum Beispiel, wir können mit Visa, mit Mastercard arbeiten, also Girokarte oder Sparkarte. Was für eine Karte haben Sie? So, und dann nehmen Sie da auch Bargeld? Wie bitte? Nehmen Sie auch Bargeld? Ich können Sie nicht hören, bitte. Können Sie wiederholen? Und na, ob Sie Bargeld nehmen? Bargeld nehmen? Ja.
Einen Moment. Mein Deutsch ist nicht so gut. Entschuldigen Sie, wenn ich das... Ja, das merke ich. Ja. Entschuldigen. Aber ja, ich versuche Ihnen zu helfen und ich muss wissen, vielleicht haben Sie Online-Banking. Ja, sowas habe ich auch, ja. Ja, so, wir können durch Online-Banking alles machen. Ich werde Ihnen eine spezielle Link senden. Und Sie werden alle Ihre Daten, Name nach Name, dort schreiben. Dann Ihr Geld geht auf Ihr Konto. Ja, niemand kann in Ihr Konto einloggen ohne Sie. Ja, Sie wissen Ihr eigenes Login und Passwort. Dann dieses Geld kommt. Und nach zwei Tagen, Sie bekommen die Anrufe nach unseren Finanzberatern. Wir werden mit Ihnen alles diskutieren, erzählen, ja? Sie werden alles wissen. So, jetzt, ich schicke Ihnen unsere Webseite. Sie können unsere Webseite sehen und außerdem dieses Link. Sind Sie fertig, das jetzt zu machen? Ja. Ah, gut. Okay. So, Ihre Mailadresse. Einen Moment. Wundert euch nicht, dass ich hier mal ein paar kleine Sprechpäuschen drin gelassen habe. Ich wollte hier eigentlich nur hörbar darstellen, dass ich eigentlich nur die Staubsaugergeräusche immer dann anmache, wenn die nette Tante eigentlich gerade was zu sagen hat, damit sie auch so richtig schön von mir genervt ist. Und sobald sie nichts mehr sagt, habe ich auch keine Lust mehr zum Staubsaugen. Eine Minute, ja, ich werde dir das Handy schicken. Ja. Mein Banking. Also, jetzt schicke ich Ihnen unseren Link. In die Subjekte habe ich Axis Capital geschrieben. Also Sie haben jetzt was per E-Mail geschickt? Wie? Sie haben jetzt was per E-Mail geschickt? Ja, E-Mail. Ihre E-Mail. Ja, dann mache ich mal schnell den Computer an. Ja, Computer ist gut. Aber wir werden mit Online-Banking arbeiten. Ja, aber ich soll dann den Computer anmachen, ja? Sie füllen alle Informationen und dann Sie bestätigen Ihre Bezahlung in Ihrem Online-Banking. So, Sie werden sehen, wo Ihr Geld geht. So, Sie werden alles sehen. So, Sie müssen nur das bestätigen in Ihrem Online-Banking. Haben Sie meinen Projekt bekommen? Na, soll ich denn jetzt den Computer anmachen? Ah, so Sie können das nicht in der Candy zum Beispiel öffnen. Ja, soll ich den Computer jetzt anmachen oder nicht? Ich habe das geschickt und Sie brauchen nur meinen Brief öffnen. Also soll ich jetzt den Computer anmachen? Sie wollten gerne am Computer das machen, richtig? Ja, soll ich den jetzt einschalten? Okay, vielleicht kann ich Ihnen später anrufen, wenn Sie am Computer sind. Nee, ich würde den ja anmachen, wenn Sie das wollen. Können Sie bitte wiederholen? Na, ich sage, ich würde den einschalten, wenn Sie das möchten. Sie möchten nur überlegen. Das habe ich nicht gesagt. Meine Frage war, ob ich den Computer einschalten soll. Ich meine, unsere nette Sprachkakerlake hat ja hier schon selbst gesagt, dass ihr Deutsch eigentlich grottenschlecht ist. Aber ich weiß nicht, wozu sie dann Fragen stellt und mit den Antworten dann aber am Ende dann doch nichts anfangen kann. Dann können sie sich die Fragen eigentlich auch sparen, weil ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Und im Grunde genommen macht sie nichts anderes, als ihre Zeit selbst zu verplempern. Aber naja, wenn das so funktioniert, das Geschäft, dann lassen wir sie mal weiterspielen. Einen Moment.
Moment, einen Moment. Da reicht dann die Intelligenz schon nicht mehr aus. Tja. Hallo. Ja, wer ist denn da? Was für eine Frage haben Sie? Guten Tag, ich bin Manuela Lehmann. Manuela Lehmann, ja. Ja. Na, meine Frage war, ob ich jetzt den Computer dazu einschalten soll. Was machen? Entschuldigung? Die Frage war, ob ich jetzt den Computer einschalten soll. Ja, möchten Sie per Computer das machen? Haben Sie Visa, Master oder Online-Banking? Ja, also schön, wie sie gleich als nächstes dann damit ranhängt, dass es eigentlich nur um die Kreditkartendaten geht und alles andere überhaupt gar keine Rolle spielt. Denn eigentlich haben wir ja schon darüber gesprochen, dass wir das ganze Bumsding hier über Online-Banking machen sollen. Also hatte die erste sich ja so scheinbar gewünscht, weil mit ihrem Kakerlaken-Deutsch ist es ja genau in diese Richtung gegangen. Und auch schön, dass man hier schon wieder weitergereicht wurde wie eine Stadtschlampe. Also ich verstehe wirklich nicht, was das jedes Mal soll. Man wird einfach ohne zu fragen weitergereicht und jeder kann einmal am Telefon das Ohr ablutschen. Hä? Was hat denn das jetzt mit dem Computer zu tun? Haben Sie Online-Banking? Sie sind oder Visa, also Sie sind ja genauso intelligent wie die Tante davor. Nämlich gar nicht. Ich habe eine Frage gestellt. Okay. Kriege ich die auch beantwortet oder? Weiß ich nicht. Ich hab gefragt, Entschuldigung. Ja, aber ich habe zuerst eine Frage gestellt und die bis jetzt noch nicht beantwortet bekommen. Sie brauchen das nicht machen, wenn Sie keine Masterkarte haben. Wenn Sie Masterkarte haben, können Sie Ihre Computer einschalten. Wenn nicht, können Sie per Online-Banking eine Überweisung machen. Ach so, und das mache ich dann nicht am Computer, oder wie? Also, was soll man da jetzt noch zu sagen? Die Tante erzählt mir, wenn ich das per Masterkarte mache, dann muss ich meinen Computer einschalten. Wenn ich das per Online-Banking machen möchte, dann brauche ich den nicht einschalten. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ja, wenn Sie Visa oder Master haben, machen Sie per Computer. Ja. Wenn Sie eine Überweisung machen müssen, öffnen Sie Ihre Online-Banking. Ja, also soll ich jetzt den Computer anmachen oder wie? Ja, dann gehe ich jetzt den Computer einschalten. So, dann bin ich jetzt im Arbeitszimmer. Ich muss mal eben den Staubsauger weglegen. Hallo, ich bin's hier. Ja. So, haben Sie auf dieses Link geklickt? Nee, ich soll ja erstmal den Computer anmachen, hat ja die andere Frau gesagt. Dann mache ich jetzt erstmal den Computer an. Okay, so, okay. Fährt jetzt hoch. Herr Schaufimmel, Frau Kölfimmel, haben ja. Sie Ihr Computer einschalten? Ja, der fährt gerade hoch. Und dann, ja, Sie können meinen Link hier. Ja, ich muss mich ja erstmal einloggen. Mhm. An den Computer. Ja, ich warte. Ja. Warum läuft denn da hinten Musik bei Ihnen? Können Sie bitte lauter sprechen? Ich kann Ihnen. Die Frage war, warum da im Hintergrund Musik läuft. Ah. Ja, es ist für unsere Motivation, wissen Sie. Ach so, können Sie da mal was anderes anmachen? Marianne Rosenberg oder so? Entschuldigen Sie mir bitte für diese Musik. Ja, können wir da was anderes hören? Gib mal da ein Marianne Rosenberg. Ja, ja. Aber ich kann nichts machen. Es ist Politik unserer Firma. Ach so, das ist die Politik der Firma. Dann ist aber eine komische Firma, wenn man sich dann nicht mal die Musik aussuchen kann. Aber ich hoffe, Sie können mir gut hören. Ja, ja. Hören Sie mich jetzt auch gut? Ja, jetzt ich kann. Okay, ich spreche extra ein bisschen lauter. Dankeschön. Danke. Gerne. So, jetzt muss ich hier mein Passwort am Computer eingeben. Es ist noch keine E-Mail da. Keine E-Mail? Nein. Wie?
kann, das ist ja Herald Schaukel Himmel. Ja, mit einem Punkt dazwischen. Ich werde Punkt dazwischen. Okay, ja, Punkt dazwischen. So, ich werde noch einmal das machen. Noch einmal? Ja. Mhm. Einen Moment. Aha. Ja, so, jetzt, ich habe geschickt. Ja, ich habe das geschickt. Ja. Haben Sie bekommen? Jetzt habe ich was bekommen, ja. Oh, gut, sehr gut. So, klicken Sie bitte dieses Link. Och, ist ja lustig, da steht USA 28. Bin ich der 28.? Es folgt eine kleine Durchsage für alle Zuschauer, die jetzt Kopfhörer benutzen. Sofern in euren Kopfhörern nicht alles mit Ohrenschmalz vollgemorkelt ist, dann haltet ihr jetzt bitte die Kopfhörer ein kleines bisschen von eurem Kopf weg. Andernfalls könnten gegebenenfalls Hörschäden entstehen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie mir bitte, können Sie lauter sprechen? Noch lauter? Da ist es gut. Ja? Bei mir steht da USA 28 an dem Link. Bin ich jetzt der 28.? Ja, es ist dieses Link. Ah ja, also ganz neue Kundenseite. Ja, es ist okay, es ist unser Link für Online-Banking. Ja. Klicken Sie dieses Link und dann select, Sie werden sehen, pay for your order. In English, auf Englisch, ja? Ja. Ja, so, select currency, Euro, dann pay now und Sie werden sehen, so Informationen, amount, dort schreiben Sie 250 Euro. Ja, richtig? Keine Ahnung. 250 investieren, richtig? Wie viel muss ich da reinstecken? Hallo? Ja, ich bin hier. Okay, jetzt werden wir ein anderes machen. So, ich werde Ihnen, unsere Überweisungsinformation schicken. Okay? Es wird für Ihnen leichter. Ja? Okay. So, jetzt, ja, Ihre E-Mail-Adresse, so, einen Moment. Fast alles. Ich habe eine Frage. Können Sie einfacher eine Überweisung machen? Per Online-Banking? Na, ich dachte, das machen wir so. So, Sie öffnen Ihre Online-Banking und dann ich schicke Ihnen unsere Überweisungsinformation. Ja. Und Sie schicken. Können Sie das machen? Ich kann das jetzt schicken. Ja. Per E-Mail. Ja, okay. Ich habe das geschickt und dann, ja, haben Sie, eine Minute, haben Sie mal eine Überweisung gemacht? Ja. Okay, sehr gut. So, ich habe das geschickt, und wenn Sie machen, schicken Sie uns Foto per E-Mail, ja, dass Sie das gemacht haben. Warum? Wir brauchen das Wissen, dass Sie uns eine Bezahlung, ja, gemacht haben. So, weil so, sonst, als Empfänger, wegen dem Mittelsmann denn, ne? Weil sonst kriegt er das nicht raus, ob das wirklich eingegangen ist. Wegen dem Mittelsmann-Konto. Hallo? Ja? Ja, Sie können eine einfache Online-Überweisung machen, richtig? Ja. Ja, ich habe eine Information per E-Mail geschickt. Haben Sie das schon gesehen? Was denn? Ich finde das sehr interessant, dass hier einfach die Gesprächspartnerin dem Anschein nach einfach wieder gewechselt hat. Also ich verstehe nicht, warum solche Callcenter nicht mal ansatzweise irgendwie vernünftige Mitarbeiter an die Leitung setzen können, die ein Gespräch auch alleine komplett durchführen können. Oder macht die andere gerade einfach eine Raucherpause und hat nicht mal Bescheid gesagt. Also ist schon interessant wieder hier. Sehen Sie? Nein. Okay,
Sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Na, die steht doch da drin. Ich habe doch schon eine andere E-Mail bekommen mit einem Link. Okay, dann checken Sie im Spam. Vielleicht können Sie das finden. Nee, da ist nichts drin. Jetzt ist was gekommen. Ja? Von ja. Christina Meyer. Ja. Ja, das ist diese Überweisungsinformation, die ich geschickt habe. Aber Christina schreibt man nicht mit K, Christina schreibt man mit C. Nein, nein, Christina kommt aus Polen und Christina schreibt mit K. Aber der Nachname Meyer kommt ja nicht aus Polen. Also Christinas Vater ist ein Deutscher und Mutter ist eine Polnische. Aber sie sind geschieden und Christina wohnte damals in Polen. Ja, jetzt, sie lebt in Deutschland. Aha. Ja. Warum? Das ist eine einfache private Information. Ja, ich möchte nicht so tief gehen und alles wissen. Sie ist einfach meine Mitarbeiterin. Ich helfe einfach. Ja, ist die nett? Und diese ja, private Information interessiert mich nicht. Ach so. Ja, interessiert mich auch nicht. Super. Ja. Ja, wissen Sie ja, wieso können Sie eine einfache Überweisung machen? Jetzt machen Sie per Online-Banking und schicken Sie mir ein Foto als Bestätigung, dass Sie das gemacht haben. Ja? Ja, wofür ist das Foto? Für den Mittelsmann? Richtig, das Foto ist definitiv nur für den Mittelsmann. Denn bei keiner normalen Überweisung, wenn ihr irgendwo was auf Rechnung bezahlt, muss man zusätzlich noch irgendeinen Beleg schicken. Außer es eilt. Also wenn man jetzt, was weiß ich, seine Stromrechnung nicht rechtzeitig bezahlt hat und es droht quasi die Zwangsabschaltung, dann könnte man in solchen Fällen mit einem Beleg der Überweisung das Ganze abkürzen. Also dass quasi der Verkäufer weiß, ah ja gut, das ist alles erledigt, dann kann man hier aufhören zu mahnen und der Strom wird morgen nicht abgeschaltet, zum Beispiel. Aber in solchen Fällen, wozu brauchen die denn bitte schön den Beleg? Ich meine, wenn das Geld da ist, ist es da. Tja, wozu die den Beleg brauchen, ist ganz einfach. Die benutzen Konten, die denen vielleicht, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar nicht mal selbst gehören. Also der Firma nicht selbst gehört. Die benutzen einfach irgendwelche Konten. Im schlimmsten Fall irgendwelche Leute von eBay Kleinanzeigen oder von Facebook, die denken, die können halt mit solchen Transaktionsgeschäften ein bisschen Geld machen. Bedeutet wiederum, ihr persönlich findet auf Facebook zum Beispiel eine Werbeanzeige. Ja, man kann ja ganz einfach Geld verdienen, bla bla bla. Schöne Geschichte ringsrum, alles legal angeblich. Und ihr sollt dazu nur Geld empfangen und das Geld dann weiterleiten. Und ihr dürft dann davon einfach eine kleine Provision abziehen. Also schon so out of the box. Also einfach, was weiß ich, ihr habt da 100 Euro drauf. Das sind natürlich viel mehr, aber um es einfacher darzustellen, ihr habt da 100 Euro drauf und müsst nur 90 Euro weiterleiten. So funktioniert das zum Teil. Ist sicherlich nicht bei allen so. Aber die Betrüger nutzen ganz gerne genau dieses Geschäftsmodell. Denn wenn die Polizei kommt, ja, dann haben sie nur die Privatleute. Und genau deswegen brauchen die Betrüger dann auch die Belege. Weil der Mittelsmann, der kann ja das Geld erst dann überweisen, wenn er es selber hat. Und wenn er es selber noch gar nicht bekommen hat, ja, dann braucht ja irgendjemand einen Beleg dafür, dass man euer angebliches Fake-Demokonto auch schön einrichten kann. Denn sonst kann man ja die Geschichte nicht vorspielen. Und außerdem ist es gleichzeitig auch der Beleg für die Betrügerfirma, dass der Mittelsmann die Betrügerfirma nicht beschissen hat und auch das ganze Geld schön abgegeben hat. Tja, das wird der einzigste Grund sein, der dahinter steckt. Aber einen wirklich wahren, vernünftigen Grund, den bekommt man ja hier auch nicht genannt. Überweisung machen, muss ich sehen, ja, dass Sie das gemacht haben. Wir brauchen einen Tag warten, bis diese Überweisung kommt. Richtig? Ja, kann man deswegen da nicht so lange abwarten? Noch einen Tag. Ja, dann warten wir so lange. Es ist immer so. Eine Überweisung kommt von 1 bis 3 Tage. Ja, dann warten wir so lange. Wenn Sie möchten nicht, können Sie nicht warten. Für morgen können wir einen Termin vereinbaren und Sie können mit Ihrem Finanzberater sprechen. Ja, habe ich überwiesen jetzt. Können Sie ein Foto schicken? Nee. Als Bestätigung? Nee. Wieso kann ich also sicher wissen, dass Sie das gemacht haben? Na, indem Sie auf Ihr Konto in 3 Tagen gucken. Ich glaube nicht, Entschuldigung. Nee? Sind Sie nicht gläubig? Entschuldigung, ja, wir sind seriöse Leute, ja? Ja? Möchten Sie das machen? Machen Sie das und schicken Sie ein Foto als Na, ich hab doch schon überwiesen.
Also entschuldigt mal bitte, was hat das bitte jetzt mit seriös zu tun? Nur weil ich ihr jetzt keinen Beleg der Überweisung schicken will, weil macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Sie braucht doch bloß auf ihr Konto gucken und sieht doch, ob die Kohle eingegangen ist oder nicht. Aber alleine das zeigt schon wieder, dass das Ganze hier nichts anderes ist als Betrug und dass die den Beleg unbedingt brauchen, weil sie sonst ganz einfach nicht wissen, ob das Geld auch wirklich eingegangen ist und ob sich die Show überhaupt lohnt. Eieiei, also ich habe keine Ahnung, was das werden soll, aber letztendlich... Tja, das machen nur Betrüger, weil wozu braucht man den Beleg? Ich meine, die Kohle, die kommt ja und wenn sie kommt, dann werden sie es schon sehen und wenn nicht, naja, dann kann ich halt nicht handeln. Oh Mann. Ich kann das nicht jetzt sehen, ja, und ich kann nicht 3 Tage warten. Ich brauche ihr Konto. Na klar, machen doch Amazon und so auch. Ein Bonusgeschenk schicken. Andere warten doch auch 3 Tage. Okay, dann ich warte 3 Tage, aber ich kann kein Bonusgeschenk für sie reservieren. Aha. Warum? Es ist nicht so schwer, die Bestätigung, einfach, dass sie das gemacht haben, einfach ein Foto, Screenshot machen und uns schicken. Ja, aber eine seriöse, anständige Begründung hat sie ja nicht. Und das Einzige, was ihr dazu einfällt, ist, mich dann zu erpressen, dass man mir dann kein Bonusgeld gibt. Und alle anderen bekommen Bonusgeld, nur derjenige, der den Beleg nicht schickt. Also das ist ja wirklich wahnsinnig haaresträubend. Also man bekommt dann da tatsächlich nur Bonus, wenn man auch den Beleg schickt. Tja, was sowieso klar ist, der Bonus ist eh fake, also scheißt auf den Bonus. Ja? Es ist nicht so schwer. Aha. Ja, das ist einfach ein Foto als Bestätigung, dass sie das gemacht haben. Aber muss ich doch sonst auch nicht machen. Sie können das nicht machen, das ist ihre... Also wenn ich hier, gucken Sie mal, wenn ich hier auf Dildo King mir wieder was Neues bestelle, hier auf dildoking.de, denn da muss ich da, wenn ich da überwiesen habe, ja auch nichts hinschicken. Ja, ich bin nicht dagegen, ich sage nicht, Sie müssen das schicken. Wieso arbeiten andere, also Webseite anderer Unternehmen? Das gibt, also überhaupt interessiert mich nicht. Ja. Ich weiß, wieso wir arbeiten. Wir brauchen ein Foto als Bestätigung, damit wir also warten, bis also wir ein Konto eröffnen für Sie, ja? Wenn Sie das nicht schicken, das ist Ihre Sorge. Wir können nicht ein Konto eröffnen. Ja, aber ich habe ja schon überwiesen. Aber wieso kann ich wissen, dass Sie das gemacht haben? Na, indem Sie einfach auf Ihr Konto drauf gucken in 3 Tagen. Warum? Wenn ich jetzt gucken kann und einen Platz für Sie mit Bonusgeschenk reservieren kann. Naja, wenn man sich das einfach mal durch den Kopf gehen lässt, also wenn überhaupt irgendwas eine Bestätigung ist, dann ist ja wohl die Bestätigung schlechthin, wenn die Kohle auf dem Konto ist, oder nicht? Also so ein Screenshot-Ding kann ich mir ja theoretisch selber malen. Mal sehen, vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. Aber das, mir erschließt sich die Logik der Tante nicht. Aber daran seht ihr ja, dass sie eigentlich nur auf die Kohle scharf ist und der Rest ringsrum überhaupt gar keine Rolle spielt. Die will das Glöckchen klingeln, damit alle schön im Hintergrund klatschen. Mehr Sinn wird's nicht machen. Wissen Sie, dass für 250 Euro Überweisung bekommen Sie auch 75 Euro als Bonus? Müssen Sie keinen Bonus bekommen? Ich kann 3 Tage warten. Warum kriegt man denn da keinen Bonus, wenn man kein Bild schickt? Ist man denn nicht anständig? Bonus funktioniert jetzt. Ja. Wieso kann ich für morgen oder übermorgen für Sie einen Bonus reservieren? Ja. Was ja? Sie brauchen ein Foto schicken als Bestätigung, dass Sie unsere Kunde sind. Sie haben diese Überweisung gemacht. Und ich hinzufüge noch 75 Euro Bonus. Wir können 2-3 Tage warten, bis Ihr Geld kommt und insgesamt mit unserem Bonus, mit Ihrem Geld können Sie Ihr Handel starten. Müssen Sie nicht, ich kann einfach jetzt auflegen, ohne Bonus. Nee. Ich kann auflegen und warten, das ist keine Sorge für mich. Aber so ist unser Prinzip. Ja, das grenzt ja eigentlich vom Prinzip eigentlich schon an Erpressung. Ich meine, mal auf den ollen Bonus geschissen. Ich meine, die 75 Euro können sich quer irgendwo reinschieben, ist ganz klar. Aber im Grunde genommen, für Sie ist das Gespräch ja hier nicht beendet. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich habe bezahlt. Ne? Also das habe ich gesagt, dass ich angeblich jetzt hier was überwiesen habe. Habe ich natürlich nicht, ist ganz logisch. Aber normalerweise wäre für jeden anderen Verkäufer jetzt eigentlich Ruhe.
Tja, und sie erpresst einen hier A mit dem Bonus und B, dass er auflegen wird, wenn ich das jetzt hier nicht schicke. Sehr interessant, das Vorgehen dieser Firma. Sie haben Geld überwiesen, wir müssen ein Foto haben. Ja, und was macht ihr denn mit dem Geld? Was machen wir? Starten für Sie ein Handel. Sie machen, Sie öffnen Ihr Konto, ja, sozusagen. Sie arbeiten mit vollautomatischem System. System arbeitet mit Algorithmus. Und Sie können jederzeit gucken, was passiert im Finanzmarkt. Sie können einfach dieses Algorithmus checken, um zu sehen, wieso das läuft. Zum Beispiel, Algorithmus kann zeigen, Kryptowährungen sinken oder steigen, Aktionen sinken oder steigen. Wenn Sie sehen, das sinkt, Sie können Ihr Geld auszahlen lassen. Das heißt, Sie können nochmal investieren, oder? Mit Ihrem Geld weitermachen. Und Sie werden mit Ihrem Finanzberater sprechen, um besser zu verstehen, was für eine Aktion oder Kryptowährung ist besser für Sie beim Handel. Ja. Schicken Sie jetzt ein Foto oder was? Ja. Okay, dann ich warte, ja? Ich leite weiter, meine Mitarbeiterin spricht mit Ihnen. Wenn Sie dieses Foto schicken, ich reserviere also Bonus 75 Euro für Sie, okay? Ja. Jetzt, ich muss mit meiner Kunde sprechen. Ja. Hallo, Herr Schaukler-Pimmer. Ja. Ich bin da. Ja. So, ich warte jetzt, wenn Sie uns ein Foto schicken. Wieder unfassbar nett. Sie muss jetzt mit Ihren Kunden sprechen und zack, ist da einfach unvorangemeldet wieder eine andere Stimme am Telefon. Oh Mann. Und ja, weiß ich nicht. Also Kundenservice sieht meiner Meinung nach komplett anders aus. Ja, was soll da drauf sein? Was? Was soll ich da drauf machen? Die sollen nur Futter schicken, es ist alles. Und ja. Dann wir werden Ihnen alles ja schreiben, so. Und dann brauche ich Ihre Informationen. Ja. Ich werde ein paar Fragen stellen, aber schicken mir bitte ein Foto. Ja. Zuerst. Was soll da drauf sein? Einen Moment. Nun reicht die Intelligenz wieder nicht mehr. So, Herr Schaukelpimmel, auf einem Foto brauchen wir nur sehen, dass Sie eine Überweisung gemacht haben. Es ist alles. Also wie ich am Bankautomaten dann stehe. Oder wie? Ah, ja, ich bin hier. Ich bin hier. Also soll ich ein Foto machen, wie ich gerade dabei bin, das zu überweisen? Ja, so, Sie machen, Sie bestätigen Überweisung. Und ja, Sie sehen auf Ihrem Screen, Sie sehen das und Sie machen eine Foto, dass Sie hat das gemacht. Und Sie schicken das zu mir. Das ist alles. Sie werden diese sehen, ja? Sie haben das, diese Überweisung gemacht. So. Also soll ich ein Foto davon machen, wie ich gerade was überweise? Ja, machen Sie. Ja. Moment. So habe ich jetzt geschickt. Ja, jetzt werde ich das befruchten. Ich muss hier natürlich noch dazu sagen, dass ich jetzt hier wieder, weiß ich nicht wie lange, an Ruhezeit rausgeschnitten habe, wo ich einfach gar nichts gesagt habe. So. Ich kann nicht Ihr Blick sehen. Haben Sie das zu Christina Mayer gesendet? Ja, ich habe geantwortet. Aha, geantwortet. Ja, jetzt habe ich. Ja. Einen Moment. Einen Moment. Ja. Also, Herr Schaukelpimmel, ich habe dieses Foto gesehen jetzt und es ist nicht ein reales Foto. Doch. Haben Sie eine Überweisung gemacht?
Na, haben Sie doch gesehen. Ich sollte doch ein Foto machen von der Überweisung. Habe ich doch gemacht, wie ich überweise. Es ist nicht Ihre Überweisung. Es ist nur das Bild aus dem Internet. Ich kann das sehen. Ja? Naja, und was soll ich sagen? Ich habe ihr tatsächlich ein Foto geschickt, wie angeblich ich am Bankautomaten stehe und lächelnd eine Überweisung tätige. Sie wollte doch haben, ein Foto, wie ich eine Überweisung mache. Hat sie doch genau so gesagt und so hat sie es auch bekommen. Tja, und dank Google findet man solche Fotos natürlich auch in ein paar Sekunden und kann sie direkt losschicken, ne? Ja, also ich brauche das Foto auf Ihre Überweisung, nicht der Foto aus dem Internet. Ja, aber das haben Sie nicht gesagt. Aber es ist logisch, nein? Für mich nicht. Es ist logisch. So, wenn Sie das machen wollen, nicht, warum muss ich meine Zeit verschwenden? Sagen Sie mir bitte. Ja, das, weil Sie dann in der Zeit, wo Sie bei mit mir am Telefon hier machen und so. Ja, ich bin am Telefon für meinen Kunden. Und warum schicken Sie mir diese Foto? Warum? Ja, wenn Sie mich ausreden lassen, dann kann ich sagen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. So, möchten Sie eine Überweisung machen, oder nicht? Ja, habe ich doch. Aber dieser Foto, es ist ein Foto aus Internet, verstehen Sie? Es ist nicht ein reales Foto. Warum ist das aus dem Internet kein reales Foto? Warum haben wir diese Gespräche jetzt? Ja, weil du sein Betrüger und Abzocker. Nein, wir sind keine Betrüger. Doch. Wir helfen unseren Kunden. Nein. Und wenn Sie nicht interessiert, Sie können Lügner, mir das sagen. Lügner, Betrüger. Oh, Sie haben nur mein Teil verschwunden. Genau. Gut. Ja, sehr intelligent. Eine sehr gute Arbeit. Ja, danke. Gute Arbeit. So, ja, okay. Mhm. Bis später. Einen schönen Tag. Ja, du nicht. Na guckt mal, die war doch sogar noch richtig gut drauf zum Schluss und hat sich ja sogar bedankt für meine gute Arbeit. Na, seht ihr mal, also ein Betrüger bedankt sich da bei mir, dass ich seine Zeit verschwindet habe. Tja, hat man so auch noch nicht. Meistens rasten sie ja aus, legen einfach auf oder, naja, legen halt nett auf oder wie auch immer und verabschieden sich noch. Die hat sich sogar bedankt. Mensch, da haben wir doch mal ein neues Ziel erreicht hier. Oh Mann, naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr kennt ja das Spielchen mit dem Däumchen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, aber nur in die Richtung nach oben. Ja, und wer möchte, sieht jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören und Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Ciao, ciao.